Gut, also ich bin Lars oder Echelon vom I2P-Projekt. Ich habe mich angemeldet, hier einen Vortrag zu halten. Mir wurde das sogar genehmigt, hier einen Vortrag zu halten. Die Uhrzeit konnte ich mir nicht wirklich aussuchen, also danke, dass ihr hier seid. Es ist bei dem tollen Wetter, meine Kollegen sind auch erstmal auf dem Berg rauf. Kann ich verstehen, aber okay. Ja, I2P, Anonymous Low Latency Networking, sollte eigentlich jeder in diesem Kreis hier verstehen. Unsere Webseite ist auch da irgendwie notiert und ich versuche mal einen alten Vortrag ein bisschen zu recyceln und ein paar Infos mehr reinzubringen. Anonymität ist nicht binär, sollte man eigentlich auch wissen. Man kann es nicht mit einem Knopf anschalten und schon ist alles, was man macht, anonym. Ist nicht wirklich so. Aber wir versuchen halt eben eine Software herzustellen oder eine Software zu verbreiten, die ähnlich wie Tor ist und in der man recht anonym sich bewegen kann. Deswegen, I2P ist Tor ähnlich, das ist sollte vielleicht bekannt sein. Beides sind halt eben Netzwerke, die verstecken, wer was in dem Netzwerk macht. Bei Tor ist es natürlich mehr auf den Outproxy ausgelegt, aber im Endeffekt versteckt es auch nur, welcher User welche Webseiten besucht oder was er da wirklich macht im Tor-Netzwerk. Im I2P ist das ähnlich. Genauso wie Tor haben wir innerhalb des Netzwerkes geringe Latenzen, Low Latency deswegen. Das bedeutet, später habe ich so 1-2 Sekunden im IRC für Roundtrip Delay. Es mag recht hoch erscheinen für große Netzwerke, aber im Multi-Hop-Netzwerken wie I2P oder Tor sind mit 12 bis 13 Hops dazwischen ist 1-2 Sekunden schon recht gering. Wie schon gesagt, die Verbindung von Quelle zum Ziel oder zum Server wird über mehrere Router geleitet. In dem Fall Roundtrip, die bei uns ist ungefähr 12 Hops standardmäßig. Bei Tor ist es dann vom Client zum Server sind es dann 3 und vom Server zum Client zurück sind es auch wieder 3, also ein bisschen geringer. Wir haben wie bei Tor auch mehrfach Verschlüsselung auf dem Weg. Also vom Hop zu Hop im Tunnel ist es sogar dreifach verschlüsselt, die Nutzdaten. Da kommt man nicht so einfach ran. Im Gegensatz zu Tor bei uns kann jeder Client-Router, Teilnehmer oder halt eben auch expliziten Wunsch auch Exit-Node sein. Das ist standardmäßig ist jeder Router und Teilnehmer im Netzwerk. Beim Tor ist man eigentlich normalerweise nur Teilnehmer und nicht Router, wenn man es standardmäßig hat. Deswegen kommen wir schon wieder zu den Unterschieden zu Tor. Die meisten kennen ja Tor. I2P ist natürlich ein internes Netz. Also, was heißt natürlich? Wir haben uns auf das interne Netz konzentriert und sind nicht wirklich auf Exit-Nodes angewiesen. Stellt euch Tor nur mit Hidden Services vor. So ungefähr ist I2P. Wir filtern deswegen auf den ganzen Connections, die wir haben, beziehungsweise nicht auf allen Connections, sondern die wir dann explizit auswählt, gewisse Daten, theoretische Daten aus. Ich kenne zum Beispiel keinen einzigen IRC-Client, der nicht seine eigene IP mitsendet. Ich habe mal den XJet2-Autor angeschrieben oder den entsprechenden Person angeschrieben, der das Paket baut. Und der meinte, warum sollen wir die IP verstecken? Jeder Server hat eine IP so oder so. War etwas blöd. Deswegen müssen wir halt im I2P für HTTP und IRC-Tunnel gewisse Daten ausfiltern. HTTP-Header werden ausgefiltert und so weiter und so fort. Wir bieten auch keinen SOCKS, also standardmäßig bieten wir keine SOCKS-Tunnel an, sondern gewisse HTTP- oder IRC-Client-Tunnel oder RAW-Tunnel. Es gibt einen SOCKS-Tunnel, aber viele Dienste nutzen den SOCKS-Tunnel nicht unbedingt bei uns im Netz. Wir haben in I2P gegenüber vom Tor haben wir frei wählbare Tunnellängen. In gewissen Grenzen. Man kann eine Tunnellänge von 0 bis, glaube ich, 8 Hops aufbauen, je nachdem, wie sicher, schnell und anonym man sein will. Standardmäßig nutzt der Weg von der Quelle bis zum Ziel 2 Tunnel, den sogenannten Ausgangstunnel vom Client und den Eingangstunnel vom Server. Und vom Server aus gesehen ist der dann, wenn er die Daten zurückschickt, wieder ein Client und baut dann wieder einen Ausgangstunnel und der Client, also der ehemalige Client, der den Request abgeschickt hat, baut dann einen Eingangstunnel auf, so dass der Roundtrip so gesehen 4 Tunnel sind. Wir nennen das unidirektionale Tunnel. Bei Tor geht den Daten vom Client zum Server über denselben Weg hin und zurück. Das ist bei uns nicht so. Deswegen haben wir etwas höhere Delay als bei Tor. Unsere Tunnel, die wir haben, werden alle 10 Minuten verworfen und wieder neu aufgebaut. Es gibt so ein Delay, Grace Time nennen wir das, von einer Minute, so dass ein Tunnel maximal 11 Minuten Lebenszeit hat. Und die Daten werden halt nach 10 Minuten halt eben auf den neuen Tunnel, der aufgebaut wurde, übertragen. Funktioniert meistens ganz gut. Praktisch gibt's da so ein paar Probleme, auf die ich später zu sprechen komme.
I2P hat im Gegensatz zu Tor keine zentrale Kontrollinstanz. Es gibt keine D-Authority. Jeder Router baut sich sein Netz, seine Sicht auf das Netz komplett selber auf, bewertet andere I2P-Nodes und nutzt die entsprechend dem, was er lokal auf seiner Platte hat. Und so kann jeder dran teilnehmen, soweit er gewisse Regeln einhält und gewisse Standards natürlich auch nutzen kann. Hat gewisse Vorteile, hat aber auch Nachteile. Das ist immer so ein Trade-off. Bei uns gibt's halt, kann man halt eben nicht so 2-3 Nodes aus dem Netz entfernen und dann tut gar nichts mehr, weil die D-Authorities weg sind. Das haben wir nicht. Im Gegensatz zu Tor erlauben wir auch Torrent und andere bandbreitenhungrige Anwendungen. Ist aber mit Vorsicht zu genießen, dadurch, dass wir eine gewisse Roundtrip-Delay von so 1-2 Sekunden haben, ist mit TCP, UDP halt eben auch die Bandbreite etwas beschränkt auf eine Connection. Zum Beispiel, also Praxiseinsatz ist so eine Connection zwischen 20 und 70 Kilobyte die Sekunde. Für bandbreitenhungrige Anwendungen ist das ein bisschen blöd. Das Gute bei Torrent zum Beispiel ist, man kann das Ganze auf 10 bis 100 Connections aufteilen, dann macht jede Connection bis zu 50, 60 Kilobyte die Sekunde. Sodass man halt eben mit 10 Connections bis 500, 600 Kilobyte bekommt und beim Torrent ist das ganz nett. Und wenn man dann, also deswegen ist Torrent auch eine gute Anwendung bei uns, um das Netz zu testen, ob es was kann oder ob es nicht kann, von der Bandbreite her. Ursprünglich war I2P ein kompletter reiner Java-Client. Vor 2-3 Jahren hat sich ein Russe hingesetzt, hat angefangen, das Ganze auf C bzw. C++ umzusetzen. Das Ganze wurde dann geforkt wegen irgendwelcher internen Streitereien. Es gibt im Moment einen C++-Client, der eher noch nicht ganz feature-complete zum Java-Client ist, aber zum Beispiel auf dem Raspberry Pi etwas besser läuft als der Java-Client. Und da muss man schon sagen, Respekt für ein 10 Jahre altes Projekt, den mal so eben auf C umzusetzen mit über 100.000 Zeilen Code, hervorragend. Da hat jemand Zeit gehabt. So, die Zahlen, ich habe eben schon ein paar eingebracht. Wir haben so jeweils um die 30.000 bis 50.000 Nodes jederzeit aktiv im Netz. Wir haben, genau, 17.000 Hidden Services. Wir können das nicht genau beziffern, wir können nur die Anzahl der Leasesets. Leasesets sind die Informationen, wo man welche Services erreichen kann. Können wir so ganz grob schätzen über gewisse Informationen, die wir bekommen können. Da kommen wir halt ungefähr auf 17.000 aktive Services. Wobei man dabei beachten muss, dass zum Beispiel, wenn man Torrent hat, jeder Torrent-Client ein Hidden Service ist. Deswegen von den 17.000 ist ungefähr mehr als die Hälfte rein Torrent. Ich habe mal so ganz grob 90 verschiedene Staaten. Wir haben zwar eine GeoDB, wo man nachschauen kann, aber ich habe es jetzt nicht wirklich genau gezählt, aber es sind einige sehr skurrile Länder dabei. Wir haben zum Beispiel auch aus dem ARPANET 1-2 Connections da drin gehabt. Ja. Wie schon gesagt, Latenz im IRC schwankt so, naja, hier habe ich eine halbe Sekunde, wenn man gut ist, kriegt man die halbe Sekunde hin. Normalerweise ist so ungefähr eine Sekunde die Latenz. Transferraten habe ich auch schon gesagt. Wenn man einen I2P-Node als Router betreibt und das Ganze auch offen macht in der Firewall, sodass man von anderen Leuten erreicht werden kann, ist standardmäßig so um die 4000 Connections, die man von extern bekommt, die so jederzeit so ungefähr aktiv sind, in UDP und TCP-Connects. Wenn man den zumacht kann, hat man nur so zwischen 10 und 50 ausgehende Connections und keine eingehende. Und alles dazwischen ist halt möglich, je nachdem, was die Bandbreite und der Node, wo er drauf läuft, hergibt. I2P regelt sich da relativ gut selber. Im Config gibt man beim Start nur an, ich möchte ungefähr so und so viel Bandbreite von meiner Connection nutzen und dann regelt der das entsprechend mit der Anzahl der Ports, Anzahl der Connections recht gut selber und die Anzahl der Tunnel, die dabei durchgehen. Komme ich später noch drauf zu sprechen. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass die Home-Router, also diese DSL-Boxen, die man zu Hause hat, bei ja, so ab 2.000, 3.000 Connections, die man auf hat, recht schnell gerne mal die Grätsche machen und sagen, ich will nicht mehr. Du machst zu viel mit mir. Darum haben wir das bei kleineren Bandbreiten gut beschränkt. Wenn man eine höhere Bandbreiten ab Megabyte Sekunde oder so angibt, dann hat man jede Menge Connections. Was hier jetzt steht, I2P ist ein Full-Connected-Netzwerk. Jede I2P-Node müsste theoretisch jeden anderen I2P-Node erreichen können. Gibt bei größeren Netzen recht schnell recht gute Probleme und die Anzahl dieser Connections, die ich hier angebe, ist da ein sehr, sehr entscheidender Punkt, wo wir noch dran arbeiten, dass das besser gemacht wird. In I2P selber, IRC habe ich schon gesagt, ich betreibe auch einen IRC-Server in I2P, die sind halt eben wirklich nur I2P intern. IRC-Server, wir haben Nutella-Client angepasst gehabt, Torrent-Clients gibt es, ein eDonkey-Client mit es gibt sogar zwei verschiedene eDonkey-Clients, die dasselbe Protokoll sprechen. Der eine ist von Armule, ein Klon, der andere ist ein komplett eigenes Programm in .NET. Jemand hat da Zeit und Lust gehabt.
Dann gibt's so diverse Apps, zum Beispiel I2P Bote. Das ist ein eigenes E-Mail-Programm, welches die E-Mails in einem DAT speichert und das Ganze im I2P-Only. Axie ist ein File-Sharing-Programm mit Gruppen. Ich selber habe es noch nicht wirklich gut ausgetestet. Syndi ist sowas Ähnliches wie News. Funktioniert in I2P und im normalen Netz, ist aber alles signiert mit ordentlicher, ähnlich wie PGP mit einzelnen Schlüsseln. Ist leider im Moment ein bisschen hinten runtergefallen. Ich finde es vom Konzept her richtig geil, aber die GUI ist sehr schrecklich, weil es alt ist und der Entwickler Theorie gut, Praxis GUI, naja. Zurzeit in I2P gibt es einen Vollzeitentwickler aus Amerika und wir sind so um die 10 aktive Entwickler und Helfersleute im Team, die sich jeweils im I2P selber übers IRC koordinieren, auf diversen Events, zum Beispiel in Hamburg, auf dem CCC-Event haben wir uns getroffen, größeres Entwicklertreffen gemacht und so treffen wir uns hin und wieder und ist immer ganz nett. Das Projekt I2P, wie schon gesagt, ist im Moment ungefähr 11 Jahre alt, es ist also elendig groß gewachsen seit in den 11 Jahren, ist ungefähr dasselbe Alter wie Tor und von der Codebase, von dem Projekt, von dem Features her ist es ungefähr gleich. Nur wir sind ein viel, viel kleineres Team. Wir haben kein Funding offizielles. Wir sind praktisch alles in unserer reinen Freizeit. Wir sind keine official legal entity. Wir sind kein Verein. Wir sind gar nichts. Wir sind einfach irgendwelche Leute, die was machen. Wie schon gesagt, C++ Fork ist da. Es gibt für Azureus ein Plugin, der inkludiert den kompletten I2P-Router, sodass man nur Azureus starten muss. Und dann auf entsprechend I2P-Plugin starten und schon kann man die I2P-Torrents in Azureus nutzen. Man kann auch mit Azureus zwischen dem normalen Netz und I2P die Torrents bridgen. Was sehr toll ist und was für uns einerseits sehr schön ist, weil das Azureus-Plugin, viele Leute, oh, was ist das denn anonym? Ich klicke mal an und schon haben wir ungefähr die Hälfte des Netzes zurzeit nur Azureus-Plugins. Funktioniert super. Schade ist nur, wenn der Entwickler von dem Plugin weg ist, haben wir ein Problem. Das ist aber bei vielen Entwicklern in I2P oder in Tor so, also Tor vielleicht nicht unbedingt, in I2P eher so. Man kann da wirklich richtig anonym drin entwickeln und keiner weiß, wer man ist. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Problem, dass uns ein Finne, wir wissen nur, dass er aus Finnland kommt, unser Debian-Entwickler, Debian-Package-Manager, der ist seit Februar verschwunden. Und er ist wirklich so weit verschwunden, dass wir ihn nicht mehr bekommen können. Wir haben keine Kontaktadresse, gar nichts. Und er ist für uns recht wichtig gewesen. Und jetzt sind wir so ein bisschen hinterher, das Ganze, was er gemacht hat, wieder zu ersetzen. Da, wie gesagt, Anonymität ist schön und gut, aber bei solchen Sachen ist es immer so ein Downside. Grobe Übersicht, wie schon gesagt, es gibt verschiedene Routerarten. Client-Only-Router, Restricted, kleinen Moment. Restricted in dem Sinne sind die, die von außen nicht erreichbar sind, wie man halt eben bei NAT und so ähnlich hat. Die sind ein kleiner spezieller Fall, aber im Endeffekt funktionieren die fast genauso wie die Clients von außen oder als User. Das ist einfach starten. Also bei I2P ist es so, starten, I2P starten und es funktioniert. Wenn der Port nicht offen ist, man von draußen nicht erreichbar ist, kann man nicht die volle Bandbreite von I2P nutzen, aber es funktioniert. Ich habe einen Tippfehler. In I2P gibt es mehrere Transportschichten. Das ist die ganz unterste Schicht. UDP und TCP sind im Moment aktiv in IPv4 und IPv6. Das ist praktisch die Connection von IP-Router zu IP-Router, die ganz unten ist. Darauf gibt es dann verschiedene Tunnel. Wir haben den kleinen Tunnel, Exploratory Tunnel und etwas ein kleiner Sonderfall ist der Participating Tunnel. Komme ich auf die nächste Folie noch drauf, was das ist. Und auf den Tunneln selber, die Tunnel nutzen, gibt es dann auch verschiedene netzinterne Services. Wir haben die Flatfill-Datenbank, komme ich später auch noch dazu. NetDB ist Netzdatenbank. HostDB tragen die ganzen Hosts rein, die ganzen IPs, damit man die anderen Router erreichen kann. Wir nutzen Torrent auch I2P intern, um die Updates für I2P selber auf die Nodes raufzuspielen. Ist ein komplett eigener Torrent-Client, der im Hintergrund läuft. Und wir haben einen sogenannten News-SU3-Service. Das ist denn, die News sind normalerweise so kleine Informationen, was im Netzwerk los ist. Und jedes Mal, wenn es eine neue Version gibt, gibt es die signierten News, die vom Entwickler signiert. Die packen wir auf eine Webseite. Die Clients fragen diese News alle 2 bis 3 Tage ab. Und sobald in News eine neue Version announced wird, wissen die, oh, es gibt eine neue Version. Gucken im Torrent nach. Ja, das ist der Torrent. Ich hole den Torrent und updaten sich selber. Funktioniert seit 2, 3 Jahren ohne Probleme. Tor hat das jetzt dieses Jahr so ungefähr wieder auf die Reihe bekommen. Was bei Tor nicht ganz so ist, was ich noch speziell sagen muss,
Jeder Hidden Service, die wir haben, hat einen eigenen Set an kleinen Tunnels. Also man kann einen I2P-Router starten und ziemlich viele Hidden Services draufsetzen, aber ab einem gewissen Punkt braucht einfach viel zu viele Tunnel und braucht viel zu viele Ressourcen und die ganze Kiste wird dann langsam recht langsam. Das möchte man denn nicht haben. Vor allen Dingen durch die ganze Kryptografie, die wir im Hintergrund haben. Funktionsweise, fangen wir mal wieder an. I2P startet, klar, man hat den Client installiert, man will es hochfahren. Und am Anfang holt er von fest definierten Webservern die sogenannten Seed-Infos. Infos, welche I2P-Router irgendwo laufen. Diese Seed-Infos sind im Moment sind im Moment signiert und man kriegt immer nur dieselben Set an Seed-Infos, wenn man von derselben IP kommt. Wir haben so eine Liste von 8 bis 10 Webservern. Ist ein kleiner Knackpunkt, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten, dass man das ein bisschen ändert. Wir hatten letztes Jahr den Dire Trojaner, der hat I2P intern genutzt und der hat diese Webserver, diese Seed-Web-Server, die wir haben, richtig bombardiert mit tausenden von Anfragen, sodass wir da ein wenig ausfiltern mussten. Ja. Du hast ja schon gesagt, also es gibt keine zentrale Infrastruktur, das ist dezentral. Ja. Auf diese Tor Directory Services. Korrekt. Sind nicht diese Webserver jetzt mit den Seed-Infos was Ähnliches? Das ist was Ähnliches, aber wir sind nicht drauf angewiesen. Man kann auch mit der I2P-Distribution, wenn man die sozusagen im Package verteilt, kann man diese Seeds mit distributieren, mit einpacken. Man kann aber auch das ganze Paket mit Torrent verteilen, ist normaler Torrent, oder man kann es mit E-Mail verschicken, man kann alles Mögliche machen. Was die nächste Zeile ist, halt eben die manuell einfügbar. Das Problem ist nur, die Infrastruktur, die wir im Hintergrund haben, ist noch nicht so weit, weil wir als kleines Team noch nicht so weit sind. Für uns war die Webserver im Moment einfach das Einfachste, ist funktioniert. Wir wissen, dass wir das tun müssen. Wir haben auch schon 1000 Ideen. Ist halt eben wie bei Tor mit den Hidden Bridges, wie nennt sich das? Habe ich das im Kopf? Nicht? Nee, die Bridges, die man per E-Mail anschreiben kann, wenn man im Land ist, in China oder so ist. Bridges, ja, es gibt halt die Bridges, die nicht wirklich öffentlich sind, wo man die Informationen per E-Mail bei Tor anfordern kann. So in der Art wollen wir halt eben die Seed-Infos dann auch machen. Aber im Moment sind es um 8 bis 10 Webserver und die laufen noch ganz gut. Und wenn die weg sein sollten, kann man natürlich die Informationen der I2P-Router mit in den Paket reinhauen oder anders verbreiten. Ich kann auch jetzt einen USB-Stick verteilen damit, das ist kein Thema. Nachdem man diese Seeds hat, versucht der I2P-Client, den man hat, die anderen Hosts, die in dem Seed-Nodes notiert sind, sind ungefähr 100 Stück, auf CCP und UDP-Transports, wie eben gesagt, zu erreichen. Dann, wenn er welche erreicht hat, werden die natürlich versucht zu benchmarken. Ist er überhaupt erreichbar? Welche Geschwindigkeit hat er ungefähr? Und wie viel Tunnel kann er mir anbieten? Die I2P-Node sagt, ich kann ungefähr 500 Tunnel anbieten, okay. Und der eigene, soweit man connected ist, kann man dann natürlich den anderen die Informationen abfragen und baut daraufhin eine Sicht aus von den 100, die man hat, sind, sage ich mal, 60 erreichbar und weiß, okay, von den 60 hat einer, kann 500 Tunnel anbieten, der ist recht schnell vom Ping und so. Der ist gut, den nutze ich für meine kleinen Tunnels. Und dann, wie gesagt, die kleinen Tunnels werden dann aus den besten dieser anderen I2P-Nodes, von den besten dieser I2P-Nodes, die ich in der lokalen Datenbank habe, werden dann die besten ausgesucht und darüber werden dann die kleinen Tunnels für die ganzen Services in I2P aufgebaut. Und die Clients, Torrent, Webseiten und so weiter, senden die Daten dann mit diesen kleinen Tunnels durch die Gegend. Das Routing im I2P, wie die Daten durchgehen. Sehr interessant, kompliziert. Ich habe gleich dann noch ein lustiges Bild. Wenn es jemand versteht, ist gut. Bei einer normalen Verbindung, Client-Server, werden 4 Tunnel aufgebaut. Der Server baut einen Innentunnel auf, wo die Daten zum Server reingehen und publiziert diesen Punkt, wo der Starttunnel, wo die Daten reinkommen, dieser Router, in seinen Leaseset. Wie gesagt, die Leaseset ist die Information, wo man Server erreichen kann. Der Client baut dann einen Out-Tunnel auf, wo er die Daten rausschickt. Und die Daten sendet der Client aus diesem Out-Tunnel raus. Aus dem Leaseset weiß der Client, wo er zu welchem In-Tunnel die Daten gehen müssen. Und beim In-Tunnel gehen die Daten rein und gehen dann zum Server hin. Und das ganze Spiel dreht sich um, wenn der Server zum Client wieder Daten zurücksenden will. Das ist etwas kompliziert, aber wenn man es einmal verstanden hat, ist es recht brauchbar. Quelle und Ziel, also Server und Client, können die Anzahl der Hops auf ihren In- und Out-Tunnels jeweils selber bestimmen. Und auch für jeden Hidden Service können die auch bestimmen, wie viel dieser In- und Out-Tunnels das Hidden Service haben soll, in gewissen Grenzen. Also der maximale Hop-Länge ist, glaube ich, im Moment mit 8 in der GUI. Ah, hier habe ich
4 Hops. Ja, ich glaube, in der GUI sind es 4 Hops und im Textfile, wenn man editiert, kann man 8 Hops einstellen. Aber jeder Hop bedeutet elendig viel Latenz, je höher das wird. Und die Anzahl ist maximal 6 Tunnel. In der Textconfig kann man, glaube ich, auch 10 oder 12 Tunnel angeben. Ist jede Menge, wenn man es will. Aber das ist halt nur für einen Hidden Service. Wenn einem die 6 Tunnel oder die 4 Hops nicht ausreichen, die 4 Hops ist egal, aber 6 Tunnel nicht ausreichen, macht man einen zweiten Hidden Service mit einem zweiten Toren-Client auf und hat dann 6 und 6 Tunnel, hat dann 12 Tunnel für 2 Toren-Clients, wenn man will. Die Anzahl, also dieser letzte Punkt, den ich da eben erwähnt habe, ist recht wichtig, sodass zum Beispiel der Server sagt, ich möchte unbedingt anonym sein, ich möchte unbedingt immer 3 Hops haben, sodass der Client, selbst wenn er zu Client sagt, ich gehe direkt mit 0 Hops raus und gehe direkt von mir zum Server, weiß der Client immer noch nicht, wo der Server ist, weil der Server immer noch hinter 3 verschiedenen Hops versteckt ist. Andersrum kann auch der Server sagen, so wie ich mit meinem IRC-Server, ich bin bekannt, ich gehe ja zu ganzen Vorträgen, man kennt mich, man kann meine Server finden, ich brauche keine 3 Hops, ich mache das 0 Hops und hier kann direkt zu meinem Server verbinden. Dann sagt der Client, okay, aber ich möchte anonym sein, ich mache meine ganzen In- und Out-Tunnel beim Client auf 3 oder 4 Hops und schon weiß ich nicht mehr, wer der Client ist. Recht simpel. Jetzt das Ganze, was ich eben gesagt habe, in diesem schönen, lustigen Bild. Alice ist der Client, Charlie, Bob und Dave sind sogar ein Server, oder je nachdem, wie man es umdreht. Das, was hier so lila ist, lila, rosa, je nachdem, was er da anzeigt, das sind die Out-Tunnel und grün sind die In-Tunnel. Und jetzt zum Beispiel zwischen Alice und Bob sieht man ganz gut, die Daten von Alice gehen über einen rosa Out-Tunnel raus, bei Bob in grünen In-Tunnel rein und dann zwischen Bob und Alice dreht sich das wieder um. Das, was ich eben hingeschrieben habe und lange erklärt habe, wird hier als Bild so ein bisschen dargestellt. Hat das jemand nicht verstanden? Gut. Das ist schon mal etwas Gutes. So, kleine Exkursion, die Verschlüsselung, die vorhin erwähnt. Ich bin kein Mathematiker. Verschlüsselung kann man alles auf unserer Webseite gut nachlesen. Ich halte mich da ein bisschen raus. Wie gesagt, es gibt 3 Ebenen Verschlüsselung. Die Garlic Encryption, das ist die End-to-End-Verschlüsselung von Client zum Server. Die funktioniert ganz gut. Die Tunnel Encryption ist halt eben, jeder In- und Out-Tunnel hat halt eben eine eigene Verschlüsselung vom Start zum Endpunkt des Tunnels. Und auf dem Tunnel selber gibt es dann auch Verschlüsselung von Hop zu Hop. Ist relativ simpel, sollte man wissen. Dann, welche Arten von Verschlüsselung wir nutzen, kann man nachlesen. Ich möchte das jetzt nicht vorlesen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir vom Start-up, vom Beginn von I2P ab, eine verdammt gute Verschlüsselung gewählt haben, die vor 10 Jahren richtig insane, richtig verrückt war. Und Tor war nicht so gut verschlüsselt. Tor hatte halt eben etwas einfache Verschlüsselung und Hashes gehabt. Weswegen wir bei uns immer sehr viel mehr CPU-Zeit und sehr viel mehr Latenzen drin haben als Tor. Aber in letzter Zeit hat es sich dann ausgezahlt, dass wir die am Anfang so verrückt gewählt haben. Tor hat gewechselt. Wir sind auch mittendrin beim Wechseln. Wir nutzen zum Beispiel für die Hashes auf die Destination, die wir haben, auf die Hidden Service-Informationen, nutzen wir inzwischen auch eine Elliptic Curve. Da komme ich dann aber auch später noch zu. Da habe ich noch eine weitere Folie für später. Wie gesagt, Verschlüsselung, das, was ich eben gesagt habe, Alice, Bob, von halt dem Out, die beiden Tunnel kann man da erkennen, von Hop zu Hop verschlüsselt, Tunnel verschlüsselt. Relativ simpel, in dem Sinne, wenn man es einmal hinter sich verstanden hat. Die Tunnel, da rede ich schon die ganze Zeit von, ist eins der zentralen Elemente von I2P. Es gibt 2 verschiedene Tunnelklassen, die Tunnelarten. Exploratory Tunnel, sorry, meine Sprache ist nie immer so perfekt. Das sind so, wie werden wie normale Tunnels aufgebaut? Die sammeln Informationen von den ganzen anderen I2P-Routern. Wie gesagt, die Daten, die Informationen, ob die Tunnel schnell sind, langsam, also die Router schnell, langsam sind, welche Kapazität sie haben. Und die Exploratory-Tunnel werden auch zum Aufbau von den kleinen Tunnels mit benutzt. Das sind praktisch so diese Erkundungstunnel, die gehen halt eben auf fast allen I2P-Routern, die man kennt, gehen die raus und versuchen halt eben irgendwie Informationen zu sammeln und einen kleinen Tunnel aufzubauen bei Bedarf. Die kleinen Tunnel sind die eigentlichen Datentunnels. Da senden die ganze Applikation ihre Daten rüber. Und die kleinen Tunnels werden nur auf den schnellsten I2P-Routern, die man kennt, die man selber kennt, aufgebaut. Die langsamen I2P-Router interessieren in dem Fall nicht. Ich glaube, es gibt maximal 75 schnelle Kleintunnel jederzeit, die für die Kleintunnel benutzt werden. 75 I2P-Router. Die werden aber alle halbe Minute neu bewertet, sodass man halt im Unterschied von einer Minute sagen kann, das können 75 unterschiedliche I2P-Router sein, die man dann nutzt. Weswegen ich vorhin gesagt habe, man sollte nicht zu viele Hidden Services auf einen I2P-Router nehmen,
wenn man, sage ich mal, 50 Hidden Services auf einen I2P-Router nutzt, dann kann es sein, dass diese 75 kleinen Tunnels mehrfach für die ganzen Hidden Services benutzt werden. Das möchte man nicht unbedingt. Es funktioniert, aber man möchte es nicht unbedingt. Die Participating-Tunnel ist ein Sonderfall, weil das praktisch die kleinen Tunnel von anderen Routern sind, die bei einem durchgeleitet werden. Wie schon gesagt, bei I2P ist jeder I2P-Node vom Start weg erstmal Router für die anderen, so dass man für die anderen Leute die Daten durchleitet. Man ist aber nicht Exit-Node. Das möchte ich explizit betonen. Man ist praktisch so wie bei Freenet passt nicht, aber man wird halt eben von den anderen I2P-Routern mitbenutzt, um die Daten halt eben als Hop weiter zu leiten. Manche möchten das nicht, aber im Endeffekt ist es ganz nett, wenn es genutzt wird. So kann man dann seinen eigenen Traffic in den fremden Traffic verstecken. Jetzt kommen wir zu dem Spezialfall, Flatfill-Datenbank und der Router. Ich weiß, ich springe ein bisschen hin und her. Die Flatfill-Datenbank ist eine Cat-Media-like-Datenbank. Dort werden die ganzen Lease-Sets, die wir haben, drinnen gespeichert. Die Lease-Sets, wie gesagt, sind Informationen, wie man den Hidden Services erreichen kann. Eine Destination, also eine Hidden Service Destination, sind 516 Bit und gegebenenfalls 516 Bit und gegebenenfalls noch eine Signatur hinter. Neuerdings jetzt mit einer Curve 25519, glaube ich, nennt sich die, die wir da mit drin haben. Und das Ganze wird im Base64 encoded als ID. Ja, Keysigned kann man es haben. Es gibt auch eine kürzere Form auf Base32, die kürzer ist, die aber nicht hundertprozentig collision-free ist. Was klar ist, wenn man vom 516-Bit runterkürzt, kann man das nicht immer so ganz collision-frei haben, was aber recht praktikabel ist. Und vor allen Dingen kann man diese Base32 einfacher in den Browser einfügen. 516-Bit im Browser einfügen ist ein bisschen lang. Und gerade für IRC ist es ein bisschen blöd, weil immer wieder Zeilen hochkommt. Das Leaset ist genauso wie die Tunnel, maximal 11 Minuten lang. Klar, das Leaset enthält ja die Informationen, wo der Eingangstunnel startet. Und wenn der Eingangstunnel weg ist, braucht man das Leaset nicht mehr. Nach den 10-11 Minuten gibt's ein neues Leaset mit neuen Eingangstunneln und wird wieder neu in der Flatfill-Datenbank publiziert. Die Clients fragen die Flatfill-Datenbank auf Request ab, wo der Server erreichbar ist, und wenn es ein Leaset gibt, kriegt man die Leaset zurück. Wir haben zurzeit um die 1500 Flatfill-Router, die diese Datenbank aufbauen. Dazu, was ich jetzt da nicht stehen habe, einerseits, man kann das Leaset auch verschlüsseln, sodass man halt eben nur Leuten mit den entsprechenden Key das Leaset bekannt machen kann. Die andere Form ist, wenn der Client das Leaset verteilt in die Datenbank, pusht er das nur auf zwei von diesen 1500 Routern drauf. Ist auf Anhieb erstmal ein bisschen komisch, aber es reicht vollkommen aus, man will es ja nicht überall verbreiten. So eine DHT, Cat Media Lite Datenbank, ist nicht so ganz trivial. Der Name Flatfill kommt daher, dass es am Anfangszeit bei uns von einem Router dann auf maximal 7 bis 8 weitere dieser Flatfill-Datenbank halt automatisch publiziert wurde. Ist jetzt nicht mehr, jetzt läuft andersrum, dass der Client einen dieser Flatfill-Router fragt. Und wenn er das Leaset nicht kennt, fragt er automatisch einen weiteren, bis zu maximal 7 weitere Flatfill-Router. Im DHT sollte das in 99% der Fälle ausreichen. Funktioniert soweit auch ganz gut, aber diese 1% haben wir doch hin und wieder mal. Das kommt halt dem vor. Ja. Ich weiß gerade nicht, was Kalimela ist. Du meinst, warum Kalimela der Datenbank ist? Catmelia, DHT. Distributed Hash Table. Okay, alles klar. Ja, ich muss mich ein bisschen entschuldigen. So ein paar Begriffe wechsle ich durcheinander. Ich bin kein Programmierer. Ich bin einfach nur User, der die Informationen sammelt und dann, wenn man nachts um 3 die Folien schreibt, ihr wisst selber. Applikationen. Wie ich schon gesagt habe, es gibt Applikationen, die wir auch mitliefern als Java-Programm, welches im Hintergrund läuft. SusiMail ist ein einfaches Java-Programm zum Abfragen des E-Mail-Dienstes mail.i2p. Das ist nicht das I2P-Bote. Wir haben also ganz, ganz wichtig, das I2P-Team betreibt im Endeffekt nur den Webserver vom I2P selber und baut die I2P-Programme. Die gewisse Services, die ich hier vorstelle, werden nicht vom I2P-Team betrieben, sondern von individuellen, die zwar im I2P-Team teilweise mit enthalten sind, aber es ist nicht I2P. Das hat gewisse Implikationen für juristische Probleme. Wenn wir zum Beispiel I2P-Team sagen, wir betreiben den E-Mail-Server, dann sind wir teilweise auch haftbar dafür. Das möchten wir nicht. So. Jetzt als Mail-Service, da betreibt der Postman-User einen eigenen Mail-Gateway, der von externen, also normalen Internet, halt dem Mails ins I2P und vom Mail-I2P raus ins normale Internet betreiben kann.
Dafür haben wir den SUSI-Mail mitgeliefert, dass man das halt eben im Browser als Webmail sozusagen nutzen kann. Man kann es aber auch mit sämtlichen SMTP oder POP3 IMAP auch nutzen. Ist standardmäßig eingerichtet. SUSI DNS ist unsere Datenbank für Hosts, also für DNS-Einträge. Das DNS ist sehr speziell im I2P, weil jeder Router vertraut nur seinem eigenen lokalen Datenbank. Und in der Datenbank steht praktisch nur ein Hostname, zum Beispiel echelon.i2p und dieser lange 512-Bit-String für die Destination aus dem Leaseset. Und da kann jeder eine eigene Host-Datenbank haben. Also ist nicht gesagt, dass jeder denselben Eintrag für echelon.i2p hat. Und Revocation können wir noch nicht, das ist ein großes Problem. Da laborieren wir schon seit 3-4 Jahren drin rum, weil wir gewisse Freiheiten einfach nicht aufgeben wollen und uns nicht auf ein zentrales DNS einigen wollen, weil das ein bisschen blöd ist. Aber im Moment funktioniert es noch. Wir haben jetzt im Moment ein paar Host-Server, die ihre lokale Host-Datenbank publizieren für die anderen User. Und jeder User kann die abonnieren und sich dann sozusagen auf die anderen Host-Datenbank vertrauen und die dann bei sich selber mit einfügen. Funktioniert, ist ein bisschen kruder Hack, aber naja. I2P Snark ist unser Torrent-Client, der in der Konsole mitgeliefert wird, wird halt eben auch als weitere Instanz für das interne Update von I2P mit benutzt. Wie schon gesagt, die andere Clients, iMule, Nachtblitz sind die Emul-Client, I2P Fax ist ein Gnutella-Client, Axe ist File-Sharing, I2P Bote, I2P internes Mail-System mit einem DHT, OFS, Cindy, Transmission, Tahoe, LaFS funktionieren in I2P auch in speziellen Versionen. Habe ich jetzt nicht so die perfekte Ahnung davon. Teilweise sind die Entwickler aber auch wieder abgesprungen und es waren so 2-3 Leute, die sich teilweise mal gedacht haben, ist toll, finde ich toll, muss ich mal programmieren ein Jahr lang und dann sind sie wieder weg, weil sie irgendwas anderes machen. Wir versuchen in der Entwicklung so zwischen 7 und 8 Versionen jedes Jahr rauszubringen. So alle 6 Wochen ungefähr eine neue Version, wo halt im Bugfixes neue Features und so weiter drin sind. Gerade vor einer Woche kam die letzte Version 0.9.2.5 raus. Wir haben jetzt QR-Tags für die Destination-IDs. Super. Wir haben ein Monotone-Archive, Monotone-Repository. Wir nutzen nicht Git im Moment intern, weil Git nicht resumen kann. Wenn man eine I2P-Connection hat und die ist eher langsam und man möchte das Repository klonen oder gewisse viele Daten haben und holt sich dann 80, 90 Megabyte bei 20, 30 Kilobyte Sekunde, ist so 10% Verschluss und plötzlich ist der Tunnel mal kaputt oder irgendwer macht Mist und man muss wieder von vorne anfangen, ist blöd. Monotone ist da schön, der kann resumen, das ist dann viel einfacher. Monotone hatte für uns auch den Vorteil gehabt, als wir es ausgewählt haben, jeder Check-in wurde automatisch signiert mit dem Schlüssel der Person, der die Daten eincheckt. War sehr herrlich, ist immer noch sehr herrlich. Man kann relativ schnell verifizieren, wer da irgendwas eingecheckt hat, ob es okay ist oder nicht. Deswegen haben wir natürlich unsere Guidelines. Die muss ein neuer Entwickler dann erstmal signieren mit seinem Key und dann darf er da in das Monotone-Archiv reinschreiben. Wie schon gesagt, wir koordinieren uns als Entwickler hauptsächlich über das I2P-IRC. Hin und wieder nutzen wir Twitter oder Real-Life-Treffen, aber meistens läuft es im IRC, das ist einfach viel angenehmer für uns. Hin und wieder koordinieren wir uns auch mit anderen Projekten, also mit den Tor-Entwicklern schreiben wir natürlich auch, diskutieren hin und wieder und nehmen auch gute Ideen aus Tor wieder zu uns mit rüber. Das ist gar nicht mal so schlecht, dass Tor so groß ist und so viele gute Ideen hat und wir ungefähr sehen können, das funktioniert bei Tor, das können wir auch machen. Was wir gerne machen wollen, ist unsere eigene Kryptografie, die wir nutzen, teilweise überprüfen lassen. Zum Beispiel die Curve 25519 war ein Problem, weil die in Java-Referenzimplementation nicht wirklich schnell war. Da hat sich dann einer unserer Entwickler dran gesetzt und das Ganze ein bisschen umgeschrieben und ein bisschen optimiert, hat das Ganze dann an 1-2 Leute rausgehauen zur Überprüfung. Die haben das sogar für gut befunden. Und daraufhin gab es dann den Real World Crypto Talk, der jetzt Anfang des Jahres in Stanford gehalten wurde, der anscheinend auch recht gut angenommen wurde über halt dem Austauschen unseres Krypto-Algorithmus, Hashing-Algorithmus. Also das ist eins der Positivbeispiele, wo man sagen kann, Kryptografie selber machen mag zwar bescheiden sein, wenn man aber genug Leute hat, die Peer-Review machen, ist es hinterher sehr erfolgreich. Und das ist eins der Fälle, die dabei sehr gut gelaufen sind. Und in dem Bereich machen wir jetzt auch weiter, wollen auch weitermachen. Wir haben halt eben das Problem, dass wir Java sind und nicht unbedingt alles perfekt problemfrei funktioniert.
Viele Leute sagen auch, ob es C, C++ gibt. Und neuerdings können wir sagen, ja, guckt euch das in einem anderen Client an. Aber Java haben wir, wurde früher halt eben auch gewählt, weil es einfach plattformunabhängig ist und man schreibt es einmal und das läuft ohne Probleme auf vielen Clients. Mit den C, C++ ist es nicht so ganz trivial, auch wenn es gerade in eine Kryptografie reingeht. Wo ich schon dabei bin bei Java, Kryptografie und Verschlüsselung, wir nutzen also die libgmp, die halt eben in Assembler handcrafted ist, für die wichtigsten Krypto-Geschichten im Hintergrund, für bei den Tunnelauf, Abbau und die Datenweiterleitung, haben wir die libgmp halt eben mit einem Wrapper mit eingebunden und die optimiert für uns erheblich einiges an der Kryptografie. Also es wird nicht alles in Java gemacht bei uns, auch wenn es ein Java-Client ist. Aber das bedeutet auch, dass man, wenn man eine kryptische Hardware hat, also zum Beispiel, als wir den Raspberry Pi 1 am Anfang hatten, funktioniert es nicht, weil die GMP nicht verfügbar war. Da war der Raspberry Pi sehr langsam. Nachdem die libgmp mit unserer Wrapper vorhanden war, war dies recht gut brauchbar. Das sind so die Kleinigkeiten, die man halt eben denn mit Java hat. Ja, allfälliges Rest. So ein einfacher Betrieb ist möglich. Man holt den Client. Es sieht zwar bescheiden aus manchmal, aber wir sind keine GUI-Leute. Für IRC, für Chats ist die Latenz in I2P klein genug. Wir sind kein vollwertiger Torersatz. Wir haben, glaube ich, 2 Out-Proxys, für die bekannt sind, um ins normale WWW zu kommen. Und IRC-Proxy haben wir im Moment gar nicht, weil wir keinen haben, der das Risiko machen auf sich nimmt. Ist okay, wir haben internes IRC. Wir haben dadurch, dass wir etwas höhere Krypto und etwas mehr Krypto als Tor machen, natürlich eine höhere CPU-Last. Aber mit den modernen Systemen, die normalerweise im Rechenzentrum oder daheim stehen, ist es gar kein Thema. Hohe Bandbreite, die letzte Zeile ist gut, kann man drüber streiten. Man braucht aber schon eine etwas schnellere Verbindung, Entschuldigung, um seine eigenen Daten in fremden Traffic zu verstecken. Gerade wenn man Torrent macht, ist es natürlich schon etwas besser, wenn man mehr als 100 Kilobyte/Sekunde fremden Traffic als Participating Traffic hat, um seine eigene 20, 30 Kilobyte Traffic darin zu verstecken. Wenn man es machen will, man muss es nicht. Das ist immer so halt den Bonus-Feature, sage ich mal. So, ja, ich habe hier ein Windows-System. ich kann gleich mal 1, 2 Kleinigkeiten zeigen, aber es ist natürlich, wir bieten mehr das Framework an und die Leute nutzen das eher da drauf. Fragen werden dann gleich auch beantwortet. Ansonsten vielen Dank für den ganzen Kram, dass ihr hier seid um die Zeit. So, das ist mein System, ziemlich chaotisch. Hier sieht man jetzt die Router-Konsole. Oh, da sieht man nix. Dann schieben wir das mal. Dann sehe ich das nicht mehr, aber passt. Ich wende mich mal ab. Hier sieht man die Router-Konsole, etwas unschön. Liegt immer lokal, Port 7657. Und das sind die Grafiken von meinem Router. Oh, ich sehe gerade, das ist ein bisschen abgeschnitten. Entschuldigung, ich mache mal ein bisschen das, was ich sehen will. Was man da sieht, sind die Graphen von so ein paar Leistungsmerkmalen meines großen Routers, der als Root-Server bei EU-Surf steht. Man sieht ja relativ gut, er schiebt ungefähr so 3 bis 4 Megabyte/Sekunde raus und kriegt das Ganze auch wieder rein. Er ist also hauptsächlich Participating Traffic, der das macht, was er macht. Bandbreite da. Ich habe ungefähr so um die 4000 Active Peers, also 4000 aktive Connections, I2P-Nodes, mit denen ich mich connecte. Memory um die 200 Megabyte used in Java. Send Processing Time, wenn man so will, das sind so interne Stats. Und man sieht, dass sie so zwischen 4 und 4500 aktive Tunnel mit I2P haben, die halt eben von anderen Participating Tunnels, andere Leute schicken bei mir so 4500 Tunnel durch. Links unten stehen dann meine ganzen Services, die ich betreibe. Das ist sehr interessant, aber erstmal nicht so wichtig. Was man hier sieht, ich habe aktiv im Moment 4400 Teilnehmer. Davon sind 75 schnelle Tunnel, die für Clients genutzt werden. Ja, und der Rest ist so Statistik, die man nicht unbedingt braucht. Dann sieht man hier, es gibt eine neue Version von I2P, die ich hier noch nicht eingebaut habe, weil ich das Debian-Package bei mir auf der Kiste nutze. Ansonsten würde er sagen, ich habe die neue Version mit Debian, mit dem Torrent runtergeholt, bitte installieren oder neu starten. Jetzt den Torrent-Client, der eingebaut ist. Okay. ja, man kann viel sehen, aber ich mache mal X, da sind die Daten weg. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, sind 68 Teilnehmer bei dem I2P 0919, also schon eine uralte Version, sind auch 68 Teilnehmer im Moment dabei und verteilen ihn noch aktiv. Das ist 82 Teilnehmer, sind bei 0029 dabei. Hier sieht man, wie viel Daten ich runtergeholt habe. Im Moment will aber keiner was haben, deswegen ist er recht idle.
Man kann hier ziemlich viel konfigurieren, man kann auch alles Mögliche machen. Da kriege ich mal das File, ich glaube, das war der. Dann kann man halt mehr Infos sehen, man kann den stoppen, man kann überprüfen, alles Mögliche. Also der Torrent-Client ist für uns halt im intern im Netz so ein kleines Benchmarking-Tool. Dann sieht man hier so ZZZ I2P, das ist so eine Webseite in I2P, so ein Forum für Entwickler. Gibt verschiedene Informationen und viele Topics, wenn man will. Kann man nutzen, funktioniert sogar recht brauchbar. Jetzt guckt er mal nach, ob ich den erreichen kann. Und dann hat man da halt Informationen, wo sind wir gerade? Toronto Meetup. Wir hatten letztes Jahr ein Toronto Meetup Entwicklungstreffen. Lief sehr gut, war sehr schön. Toronto ist eine nette Stadt. Dann siehst du Seiten wie planet.i2p. Da ist es ein RSS-Feed-Collector. Da gibt es halt eben neue Torrents und. Da gibt es hin und wieder auch Informationen zu Tor. Tor-Mailing-Liste ist für uns auch immer interessant. Und dann gibt es hier Stats I2P Dashboard. Da kann man dann sehen, so ein paar Informationen, die man aus der lokalen Netzwerkdatenbank, die lokal auf dem Router liegt, kann man ein paar Daten rausbekommen und ein paar Daten auch extrapolieren. Muss ich sehen, ob die Seite noch weiter erreichbar ist. Ist natürlich nicht immer so trivial einfach im I2P mit den ganzen vielen Connections. Manche Seiten, wenn der Server natürlich auch langsam ist, ist er natürlich auch langsam erreichbar. Hier sieht man ungefähr, wie die neue Version ist auf knapp der Hälfte der Route eingespielt. 0925, das sehe ich schon. Ah, da sind wir jetzt. Der sagt hier um die 50.000 bis 60.000 aktive Router, aber das ist sehr mit Vorsicht zu genießen, weil das halt eben aus Daten, die er woanders hat, extrapoliert. Und da ist ein so großer Unsicherheitsfaktor drin, dass man denen nicht unbedingt trauen darf. Aber es ist ein guter Anhaltspunkt zu sehen, dass es nicht nur 100 aktive Nutzer sind. Dann sieht man hier ungefähr, gestern hat der Router um die 500 neue I2P-Router gesehen, was nicht wirklich wunderlich ist, wenn jemand einen 24-Stunden IP-Wechsel hat, ist das hinter neue Router passiert. Router-Versionen, Router ist eine Datenbank, sind im Moment, ja, kann ich ja schlecht sehen, aber sind halt eben einige. Soweit zu dem Thema. Fragen? Moment, ist von Susi. Darf ich das Mikro reinpacken? Ja. Ansonsten hätte ich es auch wiederholt. Was von Susi DNS geredet? Ja, Susi DNS, genau. Gut, dass du es erwähnst. Da gehen wir mal zu dem. Soweit ich verstanden habe, war Susi DNS ja auch ein zentraler Dienst, oder? Das ist ein zentraler Dienst, aber Vorsicht! Ja, da sieht man den Susi-Mail. Ja. Der ist konfiguriert, wie man unten sieht, ist Host Localhost, POP3 und SMTP-Port. Und wenn man das jetzt schaut, kann man. Nee, Susi-DNS ja. Gab's doch auch noch. Achso, der DNS, Entschuldigung. DNS, ja. Das ist DNS, nein, der ist nicht zentral. Da, das Adressbuch. Genau, da ist das. Per se ist Susi-DNS nicht zentral. Von unserer Setup-Weise aus. Man muss aber aufpassen, also das Bild da unten passt so ganz grob. Jeder Router hat sein eigenes Adressbuch. Susi DNS ist nur das Programm, welches im Hintergrund die Informationen sammelt von anderen I2P-Routern. Ich habe mich jetzt verlaufen. Also nochmal von vorne, das liegt bei mir neben dem Client? Oder bei dir im Client ist eine Textdatei, host.txt, und in der Datei steht drin, zum Beispiel echelon.i2p oder zzz.i2p, und dahinter dieser 512-Bit-Wert, wie die eigentliche Destination, die eigentliche Adresse des Hidden Services ist. Genau, und das hast du davon erwähnt, dass die halt dann oft auch voneinander abweichen. Die können voneinander abweichen, müssen aber nicht. Du kannst dir also für deinen eigenen Router selber sagen, dass zzz.i2p eine komplett andere Webseite sein kann. Sobald das in der Host.txt bei dir drinsteht, wird das aus deiner lokalen Host.txt genommen. Mhm. Was du da einträgst, ist dir vollkommen selber überlassen. Aber, weil das natürlich für die User sehr blöde ist, gibt es eine definierte Liste von so 1000 bis 2000 Adresseinträgen, die beim Starten, die beim Installieren von I2P schon mitgeliefert werden. Das sind die wir kontrolliert haben, die alt sind, die auch recht sicher sind. Also wenn wir irgendwie eine Webseite finden, Imageboards oder irgendwas mit komischem Inhalt, tragen wir die da nicht ein. Dann gibt es dazu aber auch Server, die ihre lokale Host-Datenbank exportieren. Nach dem Motto, hier ist mein Webserver und hier kriegst du meine Host.txt. Du kannst als User diese hinzufügen.
Und dann vertraust du dem, der das exportiert. Aber das machen wir als I2P-Team nicht, sondern jeder User kann das eher für sich selber machen. Und da gibt es halt eben auch diese Host.txt, da gibt es welche, die sämtliche Einträge akzeptieren, egal was auf ihr Inhalt ist. Und wenn du die abonniert hast, dann kriegst du natürlich sämtliche Adressen bei dir mit rein. Dann vertraust du dem anderen, aber es ist, also der andere wäre in dem Moment zwar zentral, aber das eigentliche System im Ganzen ist nicht zentral. Weil du ja nur weil du selber dem vertraust. Und wo der die Sachen herbekommt, ist wieder eine andere Sache. Du kannst ja bei dir auch 30 verschiedene Host.txt-Server eintragen, dann bist du wieder recht dezentral. Und wenn die sich untereinander eintragen, sind die auch dezentral. Okay, verstanden. Ich wollte nämlich vor allem darauf ansprechen, die anderen Sachen löst ihr halt über eine Distributed Hash Table, warum nicht das System? Also warum nicht über weil das A abfeuern oder so? Nicht schnell genug ist, B nicht effektiv genug ist. Und C, haben wir noch Probleme mit der Security und der Authority dabei. Weil so Geschichten wie automatisch Revocation und sowas ist da etwas problematischer. Mhm. Also wir haben das mit den GNU-Net-Leuten schon zusammengesetzt und schon elendig lange diskutiert, weil das GNU-Net da ein sehr gutes System hat. Das passt bei uns aber nicht so ganz drauf. Technisch gesehen ist da ein größeres Problem. Und warum nicht Namecoin? Das sind ja alles so Probleme. Ja, Namecoin ist wieder ein anderes genau Problem, was du wieder so eine schöne BitChain mit drin hast. Das kann unter Umständen problematisch werden. Aber es gibt Leute, die Namecoin auf I2P umgesetzt haben. Mhm. Es gibt da so ein paar Entwickler. Es gibt auch MessageCoin, hätte ich beinahe gesagt. Wie heißt das? Mailcoin, das Bitcoin, BitMessage. Läuft in I2P ja auch. Ja. Das wusste ich nicht. Interessant. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, Ressourcenverbrauch und so weiter. Wir wollen halt eben auch was mitliefern, was möglichst wenig Ressourcen nutzt. Denn okay, sehe ich an. Okay. Wir versuchen den Usern das möglichst angenehm zu machen und nicht sagen, so jetzt brauchst du für das System brauchst du erstmal 20 Gigabyte Platz. Das ist immer so ein bisschen. Ja. Okay, Frage beantwortet. Merci. So, und damit ich meine Aufgabe hier als I2P-Member auch wahrnehme, wer Aufkleber will, ich habe. Bitte nach vorne kommen oder dann entsprechend bei mir melden. Ja, ich weiß, mein Vortrag ist nicht perfekt, aber dafür sind Fragen da und ich kann alles möglichst. Ja, ich habe nämlich noch mal eine Frage, warum das denn mit dem GNU-Name-System nicht funktioniert. Mit GNU-Net? Ist ja ebenfalls ein offenes Netz, bei dem Sie. GNU-Net hat etwas andere Voraussetzungen und gewisse. Also ich bin jetzt nicht hundertprozentig drin, man kann es bei zzz.i2p nachlesen. Es gab aber, glaube ich, mit den ganzen Domains, die bei GNU-Net mitgenutzt werden, gab es ja, glaube ich, gewisse Probleme, dass wir da nicht wirklich so 1:1 abbildbar waren. Okay. Aber wie gesagt, ich könnte mit dem GNU-Net nochmal zusammensetzen. Wir haben ja mit den Grotthoff, glaube ich, war das genau, schon auf dem CCC-Event diverse Stunden verbracht. Und ja, wie gesagt, wir waren dabei, man kann es anpassen, aber das ist für uns auch erheblich Aufwand. Also da haben wir ein bisschen zurückgeschreckt, bis wir eine bessere Idee finden. Aber für mich als Außenstehenden klingt das so, als würde es vom Konzept her passen. Das Konzept passt, ähnlich. Aber das Konzept bei GNU-Net, wie gesagt, es gibt so ein paar Feinheiten, die da etwas bei I2P knirschen. Ich werde es nachlesen. Ja, tut mir leid, ich kann dir nur sagen, ZZZ I2P steht es und ja. Ich kann es ja später, wenn ich mal Zeit hätte, mal nachforschen. Vielen Dank. Gut, das Mikro wäre auch nach vorne gekommen. Ich hätte es auch wiederholt. Danke für die deutlichen Ausführungen. Uns habt sehr viel gelernt. Mich würde interessieren, deine persönliche Motivation. Du hättest dich ja auch an das große Tor dranhängen können und vielleicht da viel weniger Zeit investieren müssen, um alles zu erreichen, was du. Ich bin einer, der immer ein bisschen Underdog gern spielt und immer ein bisschen besonders und speziell sein will. Und der spielt Kopf. Entschuldigung. Und für mich ist dann auch sehr interessant, dass I2P ein System ist, welches so Traffic wie Torrent und so weiter gerne erlaubt. Also als Entwickler muss ich jetzt vorsichtig sein, nicht Entwickler, sondern Außenstehender, Vortragender. Aber Torrent in Tor ist nicht so schön, aber in I2P ist das mal ganz nett. Und am Anfang hatte ich ein paar Freunde im IRC im I2P gefunden und irgendwie sind die immer noch dabei und irgendwie bleibe ich jetzt dabei. Das ist so einmal gefangen und dann bleibt man dabei. Das ist so ein bisschen, ja,
unser Lieblingskind. Die andere Seite dessen ist, I2P ist so richtig schön herrlich, Anarchie hätte ich beinahe gesagt, aber wir als Entwickler können uns da relativ frei bewegen und so Sachen wie die Toronto Meetup letztes Jahr, das war so ein Entwicklungstreffen in Kanada. Wir sind zwar keine Legal Entity, wir haben aber ein bisschen Funding aus Spenden bekommen und ein bisschen Glück mit Bitcoin gehabt. Und wenn wir sagen, wir machen ein Treffen in Kanada, dann geben wir halt immer so 10.000 Euro als Travel Support aus und sagen, okay, ich möchte da gern hin, bist du wichtig? Ja, du hast Vortrag gemacht, du hast die letzten 2 Jahre mitgeholfen, okay, wir zahlen dir den Flug. Und das sind so Sachen, wo ich dann sage, okay, wenn ich kostenlos nach Kanada komme, bleibe ich dabei. Dafür sitze ich aber auch hier und mache den Vortrag und stelle mich dann als Person hier vorne vor, als Deppen oder so und darf den Fragen beantworten. Also die Kehrseite des Ganzen ist, ich habe noch nicht versucht, nach China oder Russland zu reisen. Ich weiß nicht, was passiert. In Amerika war ich auch noch nicht. Also das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Jacob Applebaum bei Tor steht natürlich viel weiter im öffentlichen Rampenlicht und ist dementsprechend natürlich auch ein bisschen gefährdeter. Aber ich habe es noch nicht probiert. Ich habe so eine gewisse leichte Befürchtung bei Russland und China. Amerika nicht unbedingt. So. Danke. Darf ich jetzt die Herrschaften bitten, dass wir einen Wechsel durchführen? Ich bin fertig. Eben. Dankeschön. Sowohl als auch.